Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Raffi. Ist ja jetzt schon wieder, ich glaube, 3, wenn nicht sogar schon fast 4 Wochen her, dass die letzte Folge kam. Und heute ist es wieder soweit, ja. Wir haben wieder wunderbare 11 Fragen heute tatsächlich dabei. Aber ich brauche wieder neue Fragen. Also stellt eure Fragen mit dem Hashtag Frag Raffi in den Kommentaren. Und dann seid ihr beim nächsten Mal dabei. Alles klar, starten wir mit der ersten Frage von Captain Tops. Hashtag Fragraffi, was ist deine Meinung zu Shootern Rainbow Six, CSGO und so? Also Rainbow Six Siege zum Beispiel, weil du es eben als Beispiel genannt hast, habe ich damals gespielt, als es noch im Year One war, also ganz, ganz am Anfang, als es noch im ersten Jahr war, wo gerade erst die ersten DLCs rausgekommen sind, also die ersten Kämpfer, ne, die ersten Operatoren. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ich habe das mit Schulkollegen gespielt, aber ich spiele es halt jetzt schon länger nicht mehr, aber an sich ein echt cooles Spiel oder auch sowas wie, keine Ahnung, Battlefield oder sowas. Spiele ich auch mal mit Chrissy zum Beispiel, ja, weil wir haben ja Battlefield 1 haben wir uns damals, auch schon ewig her, haben wir uns damals geholt und ja, aber haben wir eigentlich, es sind halt irgendwie nicht so die Spiele für mich, die ich Langzeit spielen kann. Die spiele ich mal für eine Zeit lang und dann nicht mehr, weil, keine Ahnung, dann sind sie irgendwie ausgelutscht. Also es sind nicht so diese Spiele, die ich ewig lange spielen kann. Das sind eher so, ja, die Nintendo-Spiele. Es ist logisch, wenn ich Nintendo auf meinem Kanal bringe. Aber ja, an sich, Shooter haben schon was. Gerade gibt es ja auch spezielle Shooter wie Overwatch. Da hatte ich leider nie jemanden, mit dem ich das spielen konnte. Deshalb habe ich es auch nie großartig gespielt. Oder zum Beispiel Valorant, jetzt dieser neue Shooter da, der CSGO in neuer ist eigentlich von den LoL-Entwicklern. Aber dazu braucht man halt Leute und Zeit und das ist so ein bisschen ein Problem. Frage 2 von Nidando. Hashtag Fragraffi, der immer die Augen zu hat, weil's zu hell ist, Raffi. Willst du wieder deine Abonnenten auf öffentlich machen? Nö, derzeit nicht. Das kann ich relativ einfach beantworten und ich werde es auch in naher Zukunft eigentlich nicht machen wollen. Ja, ich bin derzeit zufrieden damit, wie es ist, ohne den öffentlichen Abonnenten. Und ja, ich werde euch trotzdem natürlich weiterhin auf dem neuesten Stand halten, was die Abonnenten angeht. Also wenn jemand danach fragt, dann sage ich das auch in den meisten Fällen in den Streams. Ja, wenn jemand fragt, wie viele Abos hast du, dann gucke ich kurz nach oder sowas. Also ich halte euch trotzdem auf dem Laufenden. Oder wenn wir natürlich wieder irgendeine Abozahl oder so knacken, ja, dann kann ich das jederzeit sagen. Nächste Frage kommt von Homie. Hashtag Fragraffi. Kannst du diesen Kommentar ausdrucken, dir selbst per Post schicken und ihn voller Vorfreude unboxen? Sie haben Post. Ah. Leute, ich glaube, ich habe Post. Warte mal. Warte. Ah. Guck mal. Ich habe einen Kommentar bekommen. Von Homie. Mensch. Hä, was denn? Das ist doch dieses Post, oder? Ich kenne nichts anderes. Also, das ist doch Post, oder? Nächste Frage kommt von der Schulze. Hashtag Fragraffi, was war dein erstes Let's Play? Joa, mein allererstes Let's Play auf Raffi LP war eine Minecraft Adventure Map. Ja, das war ungefähr so. Ja, hallo Leute. Nee, Entschuldigung. Ja, hallo Leute. Willkommen zu einer neuen Minecraft. Zu Let's Play Minecraft Adventure Maps. Ja, hier sind wir bei einem neuen Projekt. Hier sind wir bei Let's Play Minecraft Adventure Maps. Ja, als erste Adventure Map, die ich spiele, habe ich mir The Ten Chapters ausgesucht. Auf Ripples war das erste Nintendo Let's Play New Super Mario Bros. U. Und bevor ich Nintendo gemacht habe auf Ripples, war es, glaube ich, einfach Minecraft. Irgendwelche Minecraft-Minigames oder so. Genau. Nochmal eine Frage von der Schulze, ein sehr aktiver Fragensteller. Hashtag Fragraffi, mochtest du die Schule und das Studium? Ja, ich mochte Schule echt gerne. Jetzt ist ja so die Schule vorbei. Ne, jetzt beginnt ja dann das Studium, aber ich freue mich riesig aufs Studium und ich mochte auch die Schule, weil einfach
vor allem das, was ich dann eben in der HTL gemacht habe, in das Technische und so, das war halt einfach was, was mich interessiert hat. Und ja, man hat einfach wieder neue Leute kennengelernt, neue Freunde und so weiter und so fort. Es ist schon ganz was anderes als Arbeiten. Ich meine, klar, beim Arbeiten bekommt man Geld, aber auch die Schule hat seine Vorteile. Und ja, immer wenn die Leute, wenn die Eltern sagen, ja, freut euch drüber, dass ihr in der Schule seid, arbeiten ist nicht besser, sowas in der Art sagt ja immer irgendwie jeder von den Eltern. Aber ja, es stimmt. Es ist richtig, genießt die Zeit in der Schule, auch wenn man es eigentlich leider immer erst danach zu schätzen weiß. Aber ja, klar gab es auch unschöne Zeiten, wo ich gemobbt wurde und so weiter. Aber an sich mochte ich die Schulzeit trotzdem immer sehr gern. Und ich war auch jemand, der hat sich nicht super schwer getan in der Schule. Der hat eigentlich immer relativ gute Noten geschrieben. Und da macht die Schule dann halt auch Spaß, na klar. Nächste Frage von Sammy. Hashtag Frage Raffi, wann hast du Geburtstag? Beantworten wir ganz kurz. 12. März, geboren im Jahr 2001. Das heißt, ich bin jetzt 19 Jahre alt. Nächste Frage kommt von ZelebiLP. Hashtag FragRaffi. Was ist dein Lieblingsspiel? Jede Konsole, Switch, Xbox, PS4 und Handheld, DS, PS Vita, Game Boy. Ja, okay. Switch, Breath of the Wild, würde ich sagen. Ja, oder vielleicht der Nachfolger von Breath of the Wild dann. Wer weiß, wer weiß. Xbox, keine Ahnung. Ich habe keine Xbox. PlayStation 4, eines der David Cage Spiele, würde ich sagen. Also Beyond Two Souls oder Detroit Become Human. Da bin ich mir nicht sicher zwischen den beiden, weil Beyond Two Souls habe ich schon länger nicht mehr ein Let's Play davon geschaut und selber gespielt noch gar nicht. Detroit habe ich selber gespielt. Das heißt, Beyond Two Souls oder Detroit, würde ich behaupten. Und Handheld, DS, Dr. Kawashimas Gehirnjogging war immer ziemlich crazy, muss ich sagen. Das auf der Switch ist tatsächlich leider nicht so gut. Sowas, ja. Ja. Ja, genau. Frage Nummer 8 ist das schon, holy shit. Nochmal von der Schulze, sag ich doch, der ist sehr aktiv. Hashtag FrageRaffi, in welchem Jahr hattest du den ersten Moderator auf dem Kanal und wie hieß er und ist er noch dabei? Das war direkt im Jahr 2017, noch Mitte 2017 habe ich ja auf Ripples mit dem Nintendo-Content angefangen. Und kurz davor habe ich angefangen zu Livestreamen, Minecraft Story Mode, YouTubers Live mit dem Fake-Donation-Stream und so weiter. Ne, ihr wisst Bescheid. Der erste war, soweit ich das noch richtig weiß, Nicket, also Niklas, ne? Aber der ist ja schon seit längerem nicht mehr dabei. Und direkt danach, also das war wirklich nicht lange danach, war Seven der nächste Moderator. Und Seven ist ja noch dabei, inzwischen auch nicht mehr als Moderator, der hat auch vor kurzem aufgehört damit. Aber Seven ist ja trotzdem noch in der Community am Start. Und danach kam Extro. Dann Chiara, die beide dann auch relativ zeitgleich gegangen sind. Letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, irgendwie sowas, steht eh im Discord. Und dann kam irgendwann Homie und Finn. Also als erstes Finn, dann Homie. Ja, okay, egal. So, nächste Frage kommt von Sair. Hashtag frag Hübifaker. Wie war die Pubertät für dich? Lass mich Hübifaker nicht ernst nehmen. Ich nehme das sehr zu Herzen. Die Pubertät. Naja, ich bin ja noch mittendrin, also. Ja. Nee, was soll ich sagen? So speziell war es jetzt auch nicht. Ich meine, ich war halt ein relativ guter Spätzünder, sagen wir es mal so. Ich habe meinen Stimmbruch erst mit Ende 15 bekommen, glaube ich. Hey, sieht man ja in den Videos, ne? Ich habe ja alles immer schön dokumentiert. Ja, also das liegt daran, dass meine Darmkrankheit da natürlich ein bisschen dazwischen gefunkt hat. Weil ich da lange Zeit lang Medikamente genommen habe, die mein Immunsystem schwächen. Und wenn das Immunsystem geschwächt ist, dann kann natürlich auch das Wachsen nicht so voranschreiten, wie es soll. Und jedes Mal, wenn ich einen Wachstumsschub habe, einen Entwicklungsschub und so weiter und so fort, das ist auch nach wie vor so. Ja, ich wachse noch. Ja, ich habe noch Entwicklungsschübe. Ja, ich habe keinen Bart. Ja, ich bin noch in der Pubertät, schätze ich mal. Das geht einfach alles viel langsamer, weil jedes Mal, wenn mein Darm stabil ist, denkt sich mein Körper, yo Bro, jetzt können wir mal wachsen, jetzt können wir mal entwickeln. Und dann macht der Darm von hier, ja, yeah, und dann versucht mein Körper wieder auf Krampf beides hinzubekommen und dann funktioniert das nicht.
Und deshalb zieht sich das alles viel länger, als es eigentlich sollte. Und deshalb bin ich so ein Milchbubi, wie ich bin. Hey! Aber immerhin, mein Hirn ist nicht ganz hinten geblieben. Wehe, jemand sagt irgendwas. Okay, nächste Frage von Player. Hashtag frag Raffi, als was möchtest du mal arbeiten? Naja, dadurch, dass ich jetzt ein Studium auch in diese Richtung gewählt habe, würde ich später gerne favorisierterweise als Spieleentwickler arbeiten oder, wenn das nicht geht, auch einfach irgendwas programmieren, Webentwicklung und so weiter, also Webseiten und sowas. Ein Traum wäre natürlich YouTube, ja, sage ich ganz ehrlich, ein Traum wäre YouTube, aber das ergibt sich über die Zeit. Ich werde YouTube ja nicht aufhören, ich werde während dem Studium YouTube weitermachen und vielleicht auf einmal macht's kaboom und dann habe ich ja irgendwann mehr Leute, die meinen Kanal aktiv verfolgen. Wer weiß, ja, das kann von einem auf den anderen Tag kommen. Ja, das kann man selbst nur ein bisschen bestimmen. Das kann auch sehr großer Zufall sein. Und die letzte Frage von CelebiLP, Hashtag FragRaffi. McDonald's versus Burger King versus KFC. Alles klar, Burger King können wir schon mal rausschmeißen. Ich war noch nie bei Burger King. KFC war ich, als wir auf der Gamescom letztes Jahr waren. Eine Trauersekunde für die Gamescom dieses Jahr, bitte. Ja, KFC war ich nur 2-3 Mal, als wir eben auf der Gamescom letztes Jahr waren. Da war ich auch das erste Mal, weil da direkt neben unserem Hotel ein KFC war. Ja, auf jeden Fall, KFC ist okay, aber jetzt nichts Spezielles. Die sind super langsam, vor allem beim Machen. Also da wartet man ewig auf sein Essen. Und es ist okay, ja, man kann es essen. So, aber McDonald's ist für mich ganz weit oben. Also an McDonald's kommt keiner ran, meiner Meinung nach. Vor allem nicht in Österreich. Das Marketing ist in Österreich genial. Es gibt ständig neue Gutscheine. Oder es gibt wieder irgendein Spiel, wie jetzt gerade in der App, wo man einfach nur die ganze Zeit mit irgendeinem Charakter spielt und dann muss man da bei so einem Endlos-Scroller nach vorne tippen und nicht alle Leben verlieren. Und bei 100 Punkten bekommt man wieder irgendeinen Gutschein, der für den Tag und den nächsten Tag gilt. Und so weiter und so fort. Also marketingtechnisch ist in Österreich der McDonald's einfach nur genial und deshalb mag ich McDonald's auch so gern. Klar, es ist nicht gesund, darüber müssen wir jetzt nicht reden, aber ab und zu mal schadet nicht und ist mal eine nette Sache. Alles klar, Leute, das war's wieder mit dieser Folge von Frag Raffi. Wie gesagt, stellt mir gerne die Fragen unten in den Kommentaren mit Hashtag Frag Raffi und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Freunde, und ciao! Danke an meine MVP-Kanalmitglieder Meister Keks, Yoshi, Missy und Homie. Wenn auch ihr hier genannt werden wollt, müsst ihr einfach nur MVP-Kanalmitglied werden.